Ja, ihr seht es schon. Wir spielen jetzt Barrow Hill, der Fluch der Kelten. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu meinem nächsten Point-and-Click-Adventure. Es ist ein ziemlich schlichtes und ziemlich kurzes und ziemlich billig gemachtes. Aber ich habe es mal angespielt, wie immer. Ich habe so ziemlich jedes Spiel irgendwann mal angespielt. Und ich habe es ziemlich unheimlich in Erinnerung, aber auch ziemlich schwer, weil man sehr wenig Hinweise bekommt, was überhaupt als nächstes zu tun ist. Ich werde also, wie ihr es von mir kennt und liebt, haha, sehr viel herumirren. Aber ich würde einfach mal sagen, wir fangen direkt an. Ihr hört RBH, euren lokalen Radiosender auf dem Gipfel der Welt. Es ist genau 7:45 und mein Name ist Emma Harry. Ich werde heute Abend bis weit nach Mitternacht für euch da sein und lade euch ein wenig Zeit mit mir zu verbringen. Heute Abend sind es 15 Grad. Der Wetterfrosch versucht wohl wieder, uns die Stimmung zu vermiesen und sagt uns für heute Nacht Regen voraus. Aber wie ich das von meinem Studiofenster aus sehen kann, zieht das schlechte Wetter an uns vorbei. VW. Mein Name ist Emma Harry und ich sende heute Nacht live vom Gipfel der Welt. Und das ist nicht irgendeine Nacht. Für alle, die es nicht wissen sollten, heute ist die Herbsttag- und Nachtgleiche. Ein wichtiges Datum im heidnischen Kalender. Wir haben genau 12 Stunden Dunkelheit vor uns. Also lasst uns feiern, wie Alice dort unten im Kaninchenbau. Ich habe jetzt 4 Lieder in Folge für euch hier auf ARB. Ja, da sind wir auch schon. Wir wissen nicht, wer wir sind, wo wir herkommen, was wir tun wollen. Man lässt uns hier total im Dunkeln stehen. Aha, da geht es nicht lang. Das ist so, ihr merkt es schon im Delaware St. John-Stil. Also man kann hier Sachen anklicken. Und, ach, ich wollte eventuell mal den Kofferraum aufmachen. Nein, geht nicht. Und in 90 Grad Winkeln sich herumdrehen. Ja, was ist hier? Und ihr merkt schon, niemand sagt was. Unsere Hauptfigur ist stumm wie ein Fisch. Das ist aber ein ganz anderes Auto als gerade. Naja. Ja, hier können wir uns die Umgebung angucken. Fahren. Rotes Gebüsch. Dunkles Gebüsch, okay. Das Spiel ist übrigens, wartet mal, ich guck mal nach. Von 2006. Ist also gar nicht mal so alt, auch wenn es älter aussieht, wie ich finde. Weil das noch dieser typische Stil ist, den die Myst-Reihe hatte. Ihr wisst schon, wenig Dialoge, wenig Leben. Was ist das? Oh, ich kann hier hoch. Oh. Ah, hier brauchen wir bestimmt Licht und wir haben kein Inventar. Nein. Ich will die Treppen wieder runter. Ich will wieder auf die Straße. Ja, hier geht's lang und da geht's auch lang. Aber ich würde sagen, wir gehen mal geradeaus. Natürlich auch keine Karte in diesem Gebiet. Oh, ist das dunkel. Ach, jetzt ist es wieder hell. Mysteriös. Ihr merkt auch, die Bäume bewegen sich nicht oder rauschen und der Himmel, die Wolken, ist alles starr. Ich drehe mich immer mal um meine eigene Achse, um zu gucken, ob hier irgendwas ist. Sieht aber nicht so aus. Ja, hier sind so rote Beeren.
die er aber nicht nimmt. Hier ist ein Baum. Hier sind noch mehr Bäume. Oh, eine Tankstelle. An die kann ich mich noch erinnern. Bis dahin habe ich gespielt. Und dann habe ich ganz schnell nicht mehr gerafft, was ich tun muss. Liebe Marion, ich hoffe, es geht dir gut. Du hast in deinem Bekleidungsgeschäft viel zu tun. Und du hast in deinem Bekleidungsgeschäft viel zu tun. Ich brauche bald ein neues Nachthemd für die kalten Winternächte. Die Herbsttag- und Nachtgleiche hat mich dieses Jahr wirklich kalt erwischt. Gott sei Dank ist St. Annika da. Oh, das ist ja wohl die Höhe. Siehst du die Briefmarke auf dieser Karte? Das ist einer dieser unmöglichen Kommunikationsmasten für Handysignale. Schon komisch, weil sie doch auch hier in Barrow Hill, versteckt in der Raststätte, solch ein Ungetüm aufgestellt haben. Ich wünschte, das Ding würde verrosten und einfach umfallen. Viele liebe Grüße, deine Elsie. Ah. Da hat wohl jemand ein Problem mit moderner Kommunikation. Kann ich hier rauf? Irgendwo? Nein. Ja, Mücken gibt's hier auch. Und Behindertenparkplätze und ein Auto, was wir uns auch nicht näher angucken können. Ah, wir können aufs Klo gehen. Stop. Feeding seagulls harm them and us. Also, füttert die Möwen nicht, das schadet den Möwen und uns. Hier ist ein Ventilator. Ja, und jetzt? Ah, das macht er wieder aus, wenn ich weggucke. Oh, seht mal, das ist sogar so ein Viking-Ding. So ein richtig Original-Logo hier. Sehr cool. Irgendwie. Ah, Streichhölzer. Ja, pullern willst du nicht? Nein? Gut. Ich auch nicht. Können wir auch aufs Damenklo gehen? Ja. Die Damen haben hier einen Spiegel und kein Poster. Doch, da haben sie es auch. Gut, ich habe nichts gesagt. Der Handtuchautomat funktioniert nicht. Aber der Ventilator. Was ist das denn für ein Poster? Sind wir eine Frau? Antiques Adventureland. Freshly cut sandwiches. Anscheinend sind wir eine Frau, denn das Damenklo haben wir benutzt. Gucken, ob hier jemand ist. Barrow Hill Kreis. Am Barrow Hill gibt es zwei Steinkreise. Ein größerer Kreis umschließt die Basis des Hügels und ein kleinerer Kreis thront oben auf dem Hügel, wo auch der alte Grabhügel zu finden ist. Barrow ist ein englischer Begriff für Grabhügel. Manchmal haben die Menschen den früher schon existierenden rituellen Stätten diese Hügel beigefügt, sodass sie zu den Grabhügeln wurden, die wir heute kennen. Später wurden eingeäscherte Grabbeigaben in Becher oder Krüge gelegt und den Grabhügeln beigefügt. Der Brauch der Grabbeigaben wurde viele Jahrhunderte lang gepflegt, sowohl in der Bronzezeit als auch in der Eisenzeit und in römischer Zeit. Die auf Karten als Tumuli gekennzeichneten Barrows sind oft in Verbindung mit Steinkreisen und anderen rituellen Stätten zu finden. Es ist immer noch unklar, welchem Zweck Steinkreise und Steinreihen dienten, aber es ist wohl davon auszugehen, dass sie für Zeremonien genutzt wurden. Steinreihen können sogar ganze Alleen bilden. Forscher glauben, dass Steinkreise astronomisch ausgerichtet sind oder im Zusammenhang mit anderen alten Städten und natürlichen Landschaftsmarkierungen stehen. Die Steinkreise am Barrow Hill sollen aus der Zeit um 2500 vor Christus stammen. Ah, okay. Ja, das ist hier wohl so ein Beispiel dafür. Und das hier sind Barrow Hill Steinkreis von links nach rechts. Baligo, Melka, Dolmen, Hammerstone, Henrik, Gavrock und Cavillage. Oder Cavillage? Das ist ein... Ah, okay. Bei George. Die sehen aus wie Menschen. Das hier sieht unanständig aus irgendwie.
Die megalithischen Stätten Cornwalls sind alte, mysteriöse Plätze. Die frühesten jungsteinzeitlichen Stätten sind geheimnisvolle Großsteingräber, die aus der Zeit um 4500 vor Christus stammen. Diese Gräber erinnern an eine längst vergessene Zeit. Heutzutage bestehen Zweifel über ihren tatsächlichen Zweck als Grabstätten. Oft wurden sie von späteren Siedlern in Cornwall als heilige Stätten weiter benutzt. In der späteren Phase der Jungsteinzeit, um 2500 vor Christus, wurden dem Landschaftsbild sogenannte Hanges. Haines? Who knows, hinzugefügt. Das waren große Monumente aus Erde. Später wurden diese Stätten wieder benutzt und mit den mysteriösen stehenden Steinen oder Menhiren und seltsam ausgehöhlten Steinen versehen. Ja, Black Mirror, genau. Aufrecht stehend überstanden sie die Jahrhunderte und beobachteten, wie sich die Landschaft, die Menschen, die Religion und die Lebensart änderten. Über ihren Zweck und ihre Bestimmung wird bis zum heutigen Tag heiß diskutiert und debattiert. Mit den Anfängen der Metallverarbeitung entwickelte sich die Jungsteinzeit zur Bronzezeit. Die als Glockenbecherkultur bekannten Menschen, nach den Bechern benannt, die sie in ihren Gräbern hinterließen, begannen sich im mittlerweile alten Land Cornwall niederzulassen und Handel zu treiben. Mit ihnen tauchten die ersten runden Grabhügel in der Landschaft auf. Diese waren die Bestattungs- und rituellen Stätten der Glockenbecherkultur. Mit der Weiterentwicklung der Glockenbecherkultur entwickelten sich auch ihre runden Grabhügel weiter. Um 2200 vor Christus hatten die Menschen unterschiedliche architektonische Stile für ihre Grabhügel entwickelt, die wir auch heute noch erkennen können. Das ist ja schon spannend irgendwie. Essen Sie nicht das Ausstellungsbrot. Ach so, essen Sie nicht die Ausstellungsstücke. Das Brot und die Eier sind mindestens 2 Wochen alt. Oh, ein Puzzle. Können wir die Teile auch drehen? Nee, müssen wir, glaube ich, gar nicht. Da. Da muss man sehr genau sein, weil die meisten Puzzledinger, wenn man das so Pi mal Daumen an die richtige Stelle setzt, ziehen das dann so zu, so, also dann wird das so rangezogen sozusagen vom Spiel als Zeichen dafür, dass es richtig ist und dann kriegt man die Teile meistens auch gar nicht mehr auseinander. So komfortabel hat man es hier nicht. Ist aber nicht schlimm. Wenn man ein halbwegs ruhiges Händchen hat, geht es auch so. Und ich hab ja die Ruhe weg, das wisst ihr doch. Ja, bringt mir das jetzt was? Altarstone, Barrow Hill. Nein, das bringt mir gar nichts. Das ist ja schön. 1,95 kostet das Puzzle übrigens. Hier gibt's auch Küchlein. Aber die essen wir nicht. Die Könige der Vergangenheit wurden gestört. Hallo? Ich glaube es nicht. Ich kann es nicht fassen. Redest du mit mir? Die Steine, sie leben. Was? Was war das? Wer bist du? Du kannst nicht. Da war... Zuerst war gar nichts. Aber dann kam es näher. Ich hab's gehört. Sie waren und... Es... Oh Gott! Der Strom fiel aus. Es gab einen Kurzschluss. Und die Lichter im Vorhof flackerten kurz auf. Ich ging in die Küche. Aber da war es so dunkel, dass ich die Hand vor Augen nicht sah. Als ich wieder rausging, da... Da war es da! Es stand am Hotel, in der Finsternis. Und dann wollte diese dämliche Laterne einfach nicht angehen. Sie könnte nützlich sein, wenn du da draußen herumläufst. Mit diesem Ding. Damit wirst du es leichter haben, falls du sie in Gang bekommst. Hörst du es etwa nicht? Das Suchen. Was war das? Wer war das? Sie haben mich ja gewarnt. Nimm die Arbeit dort oben nicht an. Meine Mutter hatte mich gewarnt. Meinte, dies sei ein schlechter Ort. Ich soll mich fernhalten. Warum habe ich nicht auf sie gehört? Diese dummen alten Geschichten und diese Irren, die sie erzählt haben. Vielleicht hatten sie ja recht. Halte dich fern. Halte dich fern vom Grabhügel. Vielleicht sollte ich laufen. Aber ich kann von hier nach draußen sehen. Ich sehe dich da draußen. Was machst du da? Okay. Was verehrt, nicht vergessen werden sollte.
ist der Ignoranz zum Opfer. Ja, ignorieren wir den einfach mal. Ja, Sonnenblumen, schön. Und Tassen, in die wir reingucken können, aber die wir nicht mitnehmen. Und hier liegt ganz viel Gedöns und Leute lassen ihr Auto offen stehen. Ich erwarte ja, dass gleich irgendwas an die Scheibe springt oder so. Tolle Effekte, ne? Ja, unglaublich. Ah, hier können wir... Das ist geil, oder? Wir können das abbeißen. Wenn wir es hinlegen, ist es wieder da. Den Keks will er aber nicht essen. Schade, der sieht leckerer aus als das Törtchen. Wie komme ich wieder raus? Ach so, ich muss den Keks erstmal wieder hinlegen. Hier gibt es Kaffee. Nimmt er nicht mit. Oh Gott. Hier ist es dunkel. Da will ich raus. School Disco, Hardcore Trends. 2. November. Achso, 2. bis 7. November. Im Bunker, Cornwall. DJ Dormat und DJ Boxy. Aka Lady Adestra. Yeah, das hört sich cool an. Ja, hier haben wir den Überwachungsreinigungsüberprüfungsdienst, keine Ahnung. An alle Mitarbeiter. Es gilt zu beachten, dass in dieser Gegend zurzeit falsche 10-Pfund-Noten im Umlauf sind. Jeder gefälschte Geldschein, der angenommen wird, wird vom Lohn abgezogen. Auf was zu achten ist? Ist die Schrift auf dem Geldschein unscharf? Fühlt sich der Geldschein dünn oder dick an? Ist der Geldschein unbeschriftet? Ist der Geldschein auf Englisch? Ist der Geldschein rechteckig? Babs Caps. Anytime, anywhere. Edward Bruce, Local Pasty Sausages. Ben, Maggie hat angerufen, dass sie krank ist und Carol hat noch Urlaub. Ich werde tagsüber hier sein, im Büro, wenn es ruhig ist. Aber ich kann dich an den Zapfsäulen vertreten, damit du in der Küche arbeiten kannst. Der Abwasch kann bis morgen warten, wenn zu viel los ist. Mr. Morrissey hat darum gebeten, dass du das Radio nicht zu laut stellst. Ich weiß, dass die Nachtschicht manchmal langweilig ist, aber versuche es mit dem Lärm nicht zu übertreiben, damit der arme Mann etwas Schlaf bekommt. Und bitte mach ein wenig sauber heute Abend und staubsauge mal. Geh. Ah, dafür brauchen wir einen Schlüssel. Ja. Ja, hier gibt es allerlei Leckeres zu essen. Sofern man britisches Essen denn lecker findet. Ich jetzt nicht so unbedingt. Als ich die 6 Wochen in London war, habe ich hauptsächlich selber gekocht oder war bei Subway. Oh Gott, das lese ich jetzt aber nicht, sonst ist nämlich die Zeit um. Ja, da ist ein Kuchen, da sind Zigaretten. Noch mehr Sachen zu lesen und Ketchup und... Ja. Ich würde sagen, ich mache hier einen Schnitt und im nächsten Part lesen wir erstmal diesen ganzen Krempel.